Hallo und willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. Machen wir hier mal auf. Gehen wir hier mal rein. Nein. Wir machen jetzt die, das Flugfeld. Weil uns das, ja, fehlt auf Panther auf diesem Schwierigkeitsgrad. Go. Hat kein Briefing, weil das ja diese... Weil das ja eigentlich mehr oder weniger Teil von der Mission davor war. Die wir aber auf Panther nicht machen müssen, weil man die gar nicht auf Panther machen kann. Oh. Oh, das habe ich ganz vergessen. Warte. Da Mission abbrechen. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade komplett vergessen, dass ich ja gar keinen Auswahlbildschirm kriege für meine Ausrüstung. So. Also, das passt eigentlich alles, ja. Brille. Okay, die da stellen wir jetzt mal auf Wüstentarnung ein. Dann Obanzug, der Torso. Der wird auch Wüstentarnung. Die Handschuhe. Ja gut, die werden jetzt... Was sind denn die besten Handschuhe? Nein, nein. Ja, 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 ja. Ja. Werden immer besser und besser und besser. Schlechter, schlechter, schlechter. Ja, definitiv schlechter, okay. Die kriegen dann auch Wüstentarnung. Dann die Hose. Kriegt auch die Wüstentarnung. Dann die Stiefel. Und hier haben wir jetzt diese MB-Stiefel. Ja, komm, wir nehmen die jetzt einfach. Und dann die Lichter. Genau. Pistole. Die hatte ja keinen Schalldämpfer. Aber Sekundärwaffe können wir jetzt wahrscheinlich mal wieder wechseln. Nachdem wir... Ah ja, genau, stimmt. Es fehlen ja noch die hier. Gedämpft, ja, nein. Schalldämpfer verfügbar. Ah, okay. Dann holen wir uns die P200. Kaufen uns das Leuchtpunktvisier, kaufen uns das Laservisier, kaufen uns den Schalldämpfer... Kaufen uns das größere Magazin, Holzsplitter und Präzisionsschuss 1-1-1-1-1-1. Kann man alles noch 1 upgraden, okay. Gut, dann sind wir ready für das Flugfeld. Neustart. Mission starten. Gut! Das wird wahrscheinlich in einem Part gehen. Sollte es eigentlich, weil die Mission ist ja kürzer. Bei der nächsten Operation mal auspennen. Hast gerade erst in Kuba am Strand rumgehangen und bist jetzt in Mexiko. Kann mein Kabel hängen. Wenn mich... So. Oh! Das habe ich vergessen. Okay, stimmt. Gedämpft. Stimmt, ja. Man kann sich das ja hier gar nicht wirklich auswählen. Nur eine kleine Einheit. Ich hatte nach dem Rest Ausschau. Ja, die Frage, wie viel man braucht, ja. Bewegung ist hinter den Hangars. Kontakt! Ach, Mensch.
Der ist sogar zu vorne, glaube ich, oder? Ja, weil das eine Sandling ist das Einzige, was man komplett durchschaffen muss. Mit der Pistole. Wohl oder übel. Wie mache ich denn das am besten? Also auf jeden Fall nicht in der Deckung sein. Weil wenn ich den in die Deckung ziehe, dauert das einfach zu lange. Vielleicht sogar hinhauen. Die alle in Nahkampf zu killen, das sah mich gerade eigentlich super geil aus. Okay, ne. Jetzt kam der irgendwie nicht so. Verstehe ich gerade auch nicht so ganz. Wenn ich die einfach durchchainen kann, wäre das eigentlich ziemlich cool. Warum wurde ich jetzt instant entdeckt? Was soll das? Consistency, die ist wichtig! Das ist anders weggelaufen. Meine Rüstung ist auch nicht nah noch was an jetzt. Was natürlich ein bisschen ungünstig ist. Ich muss dann wohl einfach schießen. Ja, okay, 5 Schüsse, 5 Kills, ja. Da ist der! Wieso? Wieso ist das Spiel eigentlich so inkonsistent? Warum muss da überall so viel RNG drin sein? Was soll denn der Scheiß? Manchmal kommt er, manchmal kommt er nicht. Manchmal werde ich bemerkt. Manchmal werde ich nicht bemerkt. Nett. Wurde ich bemerkt, dass das Spiel asozial ist, aber schon ein bisschen. Keine Ahnung. Ist da drüben! Ich weiß nicht, wodurch die mich jetzt wieder gesehen haben, weil ich habe mich gerade eben versteckt. Das Ding ist nicht fertig abgelaufen. Also sollten die mich eigentlich gar nicht sehen dürfen. Mein Gott, Alter, warum muss ich eigentlich mit den Waffen spielen, die ich hier kriege, Mann? Das macht voll das Problem, weil die auch nicht so viel Präzision haben und so. Ja, was soll ich da hier jetzt gegen machen? Der Typ, auf einmal rennt er weg. Hat er ja vorher 50 Mal nicht gemacht. Ja, weil er mich natürlich bemerkt hat, Mann. Dann läuft er auch weg. Vor allem weißt du, der schießt schon auf mich. Das Ding ist immer noch nicht voll gewesen. Bin aber ziemlich sicher. Ich hasse das.
Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil das so inkonsistent ist. Mann. Soll ich den einen Nahkampf killen und den Rest erschießen? Wie genau soll ich das machen? Vor allem guck dir das an, der sieht einen ja immer direkt. Ja, weil ich nicht in der Deckung bin. Aber wenn ich in der Deckung bin, dauert der Kill länger. Und dann kann ich nicht schnell genug den nächsten killen, wenn der Kill länger dauert. Das habe ich schon 50 Mal gemacht und jetzt wurde ich gesehen. Bin ich 3 cm weiter näher dran gelaufen oder was? Aber warum wurde ich diesmal gesehen, die letzten 5000 Male nicht? Was soll ich machen? Die Pistole hat zu wenig Präzision. Das reliable zu tun. Näher rangehen geht ja nicht so simpel. Es ist sehr komplex. Das war wahrscheinlich ein Millimeter zu niedrig. Warum ist ein Halskill nicht auch One-Shot? Denn ganz ehrlich, das überlebt doch kein Mensch. Warum wurde ich entdeckt? Keine Ahnung. Anscheinend war das weiße Ding von dem Typen, den ich gerade genahkampf killt, noch irgendwie da oder so. Keine Ahnung. Eigentlich gibt es keinen Grund, dass ich jetzt entdeckt wurde. Überhaupt gar keinen. Zumindest keinen logischen. Und unlogische Gründe sind unlogisch, da ich zähle die nicht. Nur eine kleine Einheit. Ich halte nach dem Rest Ausschau. Bewegungen hinter den Hangars. Was zur Hölle? Hast du das gerade... Guck dir mal den da oben an. Diese scheiß unpräzise Pistole, Mann! Und da musste das Spiel irgendwie auch noch so rumglitschen, dass der eine Typ bis nach da vorne reingelaufen ist. Wo ich mir auch so denke, ja, okay, da treffe ich den super. In der Kombo. Das war jetzt auch wieder Glitch. Der ist die ganze Zeit gegen die Kiste gerannt. Und dann, wenn ich mir denke, okay, wird er wohl doch nicht weggehen. Geht er weg? Also, was soll denn das? Ja, guck dir das mal an, wie viel schneller er jetzt hier war. Mein Gott, Alter. Dieses Spiel hat viel zu viel RNG. Und es ist ziemlich gemein, jemanden auf eine gewisse Waffe zu zwingen. Ich meine, ja, vielleicht ist die Mission einfacher, könnte man meinen, dass das so sein müsste. Ob das wirklich so ist, bezweifle ich gar nicht. Nein. Ein 4er-Kill, damit gebe ich mir jetzt zufrieden. Das muss schon hinhauen. Es kann nicht sein, dass ich noch mehr kommen muss. Ja, gib mir die Erkundungspunkte. Die helfen mir zwar nicht, aber vielleicht doch. What? Hm?
Rick. Warte mal, das war ein Kampfkill? Das war ein Kampfkill? In welcher... Was habe ich jetzt anders gemacht als vorher? In welcher Welt war das denn bitte schon ein Kampfkill? Du willst mir gerade wirklich sagen, ich bin nicht lange genug weggekrochen? Oder kann ich außen der Sau nicht mehr rauskommen, weil die da die ganze Zeit schießen oder was? Aua! Oh, wir sind doch eindeutig da hingegangen, wo ich war. Was soll ich machen? Er war die ganze Zeit unten, weil er natürlich wieder die falschen Pattern gehabt hat. RNG. Au, nett. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mal verstehe, ist, dass der Typ auf mich schießen kann, ohne dass die anderen mich erkennen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber ist okay. Ich meine, so unfair, wie der da auf die Kurve kommt, ist es appreciated. Aber... Der war nicht mehr in der Combo drin, aber das so. Ich bring wen um. Warum war da auf einmal ein Assault Kill dabei? Der letzte Kill. Der war 100% nicht Assault. Wie kann da zwischendrin ein Assault Kill sein? Das ist doch gar nicht möglich. Wenn sie alarmiert sind, dann sind doch alle alarmiert und nicht nur einer. Was soll denn der Bullshit? Der hier war ja nicht Assault, steht ja schön da. Der hier ist auch nicht Assault, steht ja auch schön da. Der hier... Also ganz ehrlich, ich verstehe das nicht so ganz. Wird dieser komische Entdeckungsbalken von dem einen Gegner zum anderen Gegner rübergestort? Oder warum genau ist der auf einmal voll dann? Nachdem er vorher nicht voll war. Was soll denn das? Das muss doch eigentlich funktionieren können, Mann. Warum können die überhaupt meinen Nahkampfangriff abblocken, Mann? Was sind denn das für Heinis? Also wirklich, das sind doch nur Heinis. Okay. Wieder eine. Nur eine kleine Einheit. Ich halte nach dem Rest Ausschau. Ich bin mir ja nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, dass das ein Headshot war. Warum hat er überlebt? Und ich dachte, wir schaffen das in einem Part. Ja, wenn der Scheißdreck nicht so fucking schwer wäre, wenn ich meine gescheiten Waffen dabei hätte. Und das Spiel nicht immer so unfair sein muss. Wie gesagt, unfair sein muss. Wieso ist der denn jetzt auf einmal wieder rübergelaufen? Das hat er die letzten drei Male nicht gemacht. Ich weiß, dass er das hin und wieder macht. Aber wo ist euch denn wissen, wann? Das ist ja alles so random. Die machen das ja einfach, wie sie lustig sind. Das wird der hier auch hier an Gewehr lustig. Warum können die Schüsse mich entdeckt machen, ohne mir visuell eine Indication zu geben? Was ist denn das für ein Scheiß jetzt schon wieder? Das ist mir auch noch nie so passiert. Wie stark muss ich eh eigentlich noch spammen? Der war neben mir, hallo? Ich bewege mich da jetzt nicht mehr, weil er mich dann eher sieht. Ist genauso wie beim Tier. Wie viele Male habe ich das schon gemacht und über mich entdeckt? Ja. Es war übrigens nicht meine Schuld, dass er nicht losgelaufen hat, weil es war eigentlich, hatte ich gedrückt gehalten und das hätte eigentlich funktioniert, aber es war ja auch funktioniert.
Vorher konnte ich doch auch einfach nur E-Spam und musste mich nicht bewegen. Das RNG in diesem Spiel, Mann. Es ist wie beim Glücksspiel, Alter. Wieso wissen die, wo man... Ich bin kein Roboter, Mann! Ich verfehle Schüsse nun mal! Warum muss das denn so detrimental sein? Mein Gott, Schalldämpfer in Videospielen sind lautlos! Wieso hört ihr das? Wieso hat der mich auf einmal gesehen? Wie oft habe ich das jetzt schon gemacht, so? Und der andere hat es nicht bemerkt. Wahrscheinlich war er dann wieder woanders, weil es ja irgendwie ja voll random ist, wo die stehen immer, weil die ja immer wieder woanders hingehen. Die wollen einfach nicht an einer Stelle bleiben, ha? Nur eine kleine Einheit. Ich hatte nach dem Rest Ausschau. Ich hoffe, das passt einfach so. Schwachs in der Mitte. Weil ich ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr drauf habe. Das ganze RNG, die ich mir schon wieder sehe. Was soll ich denn machen? Hinter dem Hangar war auch einer! Wenn ich mich jetzt hinstellen soll. Spiel ist unfair. Spiel ist unfair. Und das weiß es auch. Ja, das Spiel, das ist unfair. Nur eine kleine Einheit. Ich hatte nach dem Rest Ausschau. Weißt du, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Menge an Schüssen aber manchmal schon gekillt hat. Machen verschiedene Zones, da der mir im Körper unterschiedlich viel Schaden oder was? Die nah am Kopf sind, machen natürlich nicht viel Schaden. Obwohl das ja eigentlich mehr Sinn ergäbe. Jetzt war ich wieder auf den RNG-Seed, dass er hergelaufen kommt. Und natürlich war ich darauf nicht vorbereitet. Und natürlich erkennt er auch instant, dass ich den anderen umgebracht habe. Ja, genau. Natürlich. Und warum hat er meine Richtung geschaut? Weil der andere auf mich geschossen hat. Und warum hat er auf mich geschossen? Ja, weil er mich zu früh gemerkt hat. Aber warum hat er mich zu früh gemerkt? Weil das Spiel Hurensohn ist. Schon der Meinung, umso schwerer bin ich an der, ja. Also ich bin ja schon der Meinung, umso schwerer ein Spiel ist, umso mehr consistent muss es sein, damit man es besser auswendig lernen kann. Weil sonst wird man einfach nur von Situationen überrascht, auf die man nicht vorbereitet sein konnte. Was? Wo läuft denn der jetzt hin? Das hat er ja noch nie gemacht. Ich muss mal schnell hier umändern, wenn der da hinten ist.
1050, muss reichen. Bewegungen hinter den Hangars. Ich weiß nicht ganz, warum er sich entschieden hat, da zu bleiben. Immer diese RNG. Wie haben die mich jetzt gesehen? Wie genau haben die mich jetzt gesehen? Es war nämlich unmöglich! Hälfte. Sind die letzten... Ne, die letzten Autos sind noch nicht da. Könnte hinkommen, wenn 3000 den Wertes nicht erreichen muss, dann könnte es hinkommen. Ja, vielleicht könnte es hinhauen. Muss aber auf jeden Fall sicherstellen, dass ich... In Position. Wiederhole. In Position. Oder 30. Transporter, linke Seite. Sollte passen. Triebwerke laufen. Okay, vielleicht war es doch nicht so tight, wie ich gedacht hätte. Ich dachte eigentlich, nach denen da wäre Ende, aber anscheinend fahren da doch noch ein Trupp. Oder kommt da noch ein Trupp wegen dem Schwierigkeitsgrad? Das wäre natürlich auch interessant. Okay, kein Fehler aber. Ruhig bleiben. Ruhe. Mann am Boden, Olli ist getroffen. Kai, du musst ihn stabilisieren. Au! In Position, wiederhole, in Position. Okay. Ab, wir sind sicher. Gut, ja. Bestätigt, alle an Bord und nichts wie weg hier. Verstanden. Ja, genau. Schaff Olli ins Lazarett. Gut, es war immer noch ein Einfahrt. Es war nur, ich dachte, er wäre 20 Minuten lang, aber nein, jetzt wurde er 26 Minuten lang. Sadiq will das Flugzeug unbeschädigt. Stimmt. Aber das ist ja... Die können uns nur am Boden halten, wenn sie die hier kann ich ja eigentlich nichts mehr falsch machen. Verstanden. Leiter auf mein Offset um. Feindliche Einheiten wehren rechts aus. Ah, so.
Rechtsklick war's. Oh, da raucht er ganz schön. Na los, drück mal aufs Gas. Ich sehe Staubwolken, weitere Trucks im Anmarsch. Wir müssen abheben, jetzt. Verstanden. Tschüss. Okay. Ja, jetzt sitzt 30 Minuten, nicht schlecht. Zahlung angekommen. Panther, ja, Panther, ja. Fortsetzen. Briggs, was gibt's? Beobachte Tankerbewegung. So. Oh. Gut, im nächsten Part dürfen wir nicht die Kleidung wechseln. Das muss ich mir unbedingt aufschreiben.